Wir können schauen. Da ist das Fotobuch, das du noch nie gesehen hast, wo du ein Baby warst. Ein Idyll in einer Dachwohnung in Stans. Yvonne zeigt ihrer dreijährigen Tochter zum ersten Mal Fotos, die gleich nach der Geburt von Lilly entstanden sind. Ja, da hat die Grossmami dich das erste Mal gesehen. Und da hast du so fest gefragt, hast du gerade gelacht. Im Buchzeitung. Ja, fast. Lotte, bist du schon draußen gewesen? Beim Buch. Und dann habe ich mit dir da schon geschmäuselt. Ja, und da? Da hast du gelärmt. Das ist ganz frisch, als du auf die Welt gekommen bist. Hast du gebrüllt? Und da? Da haben wir dich gewickelt zuerst mal. Erst mal? Bei wem? Und wo waren wir da? Im Spital. Warum? Warum? Ja, weil Mami dort nicht so gut gegangen ist. Und dann sind wir beide miteinander im Spital. Kurz nach der Geburt ihrer Lilly schlitterte Yvonne in eine schwere Psychose. Und das nicht zum ersten Mal. Als Folge davon verbrachten Mutter und Kind Lillys erste Lebensmonate zusammen in der psychiatrischen Klinik. Weil ich's aber wichtig finde. Ich finde es wichtig, dass man über diese Themen spricht, dass man sieht, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ungefährlich, ich bereite niemandem Schmerzen. Ich bin ganz ein normaler Mensch. Ich bin nicht gefährlich, ich mache niemandem weh, ich tue auch nicht. Ich wechsle auch nicht alle 5 Minuten mein Gesicht. In den Zeiten, wo ich gesund bin, bin ich völlig normal und voll einsatzfähig. Bin ich auch voll einsatzfähig. Die Abschottung der Gesellschaft gegenüber Menschen, die psychisch krank sind, ist Wulf Rössler vertraut. Er war Professor für klinische Psychiatrie und Direktor der Klinik für soziale Psychiatrie in Zürich. Wie erklärt er die Stigmatisierung? Der Ausbruch einer psychischen Krankheit ist ein Drama. Nicht nur für den Patienten, auch für das Umfeld der Betroffenen. Familie und Freunde leiden mit, fühlen sich oft alleingelassen in ihrer Not. Die 6 Jahre seit dem Ausbruch der Krankheit ihres Sohnes waren für Christine ein Wechselbad der Gefühle. Es begann damit, dass ihr 20-jähriger Sohn immer chaotischer wurde. Jede Kleinigkeit brachte ihn auf die Palme. Er wurde ausfällig, verwirrt, litt unter Verfolgungswahn. Seine unkontrollierte Aggression richtete sich direkt gegen seine verzweifelte Mutter. Das jüngste von 3 Kindern war schon immer etwas eigen. Zwar konnte er mit viel Unterstützung seiner Eltern die Regelschule durchlaufen. Mit der Pubertät veränderte sich jedoch sein Verhalten. Es kam zu einer Verlangsamung des ganzen Wesens. Samuel war oft nicht ansprechbar. Nach einem langen Irrweg durch verschiedene psychiatrische Institutionen wurde beim jungen Mann eine katatone Schizophrenie diagnostiziert. Wir müssen am selben Strick ziehen. Aber es gab schon Situationen, wo ich mir persönlich wünschte, hoffentlich erwache ich am nächsten Tag nicht mehr. Hoffentlich kann ich sterben und muss das nicht mehr ertragen. Die Beziehung ist auf eine schwere Probe gestellt worden. Unsere Beziehung ist auf eine schwere Probe gestellt worden. Es wäre nicht ehrlich, wenn ich das beschönigen würde. Aber ich bin dankbar, dass sie durchgehalten hat. Ich würde es so formulieren. Wir brauchen einander jeden Tag und ergänzen einander recht gut. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Es ist eine große Herausforderung, das ist schon so. Eine Stelle, wohin sich Angehörige in Not im Raum Bern unter anderem wenden können, ist die Beratungsstelle der Universitären Psychiatrischen Dienste der Stadt Bern. Dass man sich schämt, zum einen, dass kranke Familienmitglied. Oft schämt man sich, dass das kranke Familienmitglied in Situationen gesehen wird in der Öffentlichkeit, wo man findet, es ist absolut peinlich, wie der sich hier benimmt. Es ist befremdlich, wenn man Leute einlädt und vielleicht ein depressiver Mann sich nicht an den Tisch setzen will, weil er es einfach nicht schafft. Dass man denkt, der soll sich doch zusammenreißen. Was denken wohl unsere Nachbarn, wenn wir sie zum Nachtessen einladen und er läuft weg von der Tafel und zieht sich zurück?
Nach seiner Gesundung stürzte Janet selber in ein tiefes Burnout. Ich war ständig müde. Ich konnte aber nachts nie schlafen, also Schlaflosigkeit. Kopfschmerzen, wahnsinnige Kopfschmerzen den ganzen Tag und jeden Tag, trotz Medikament. Verspannt, unruhig und aus heiterem Himmel traurig. Besuch bei der Invalidenversicherung in Solothurn. Ja, genau, okay. Was seid ihr in Arbeit? Oliver Meyer hat Janet durch die Krankheit begleitet und ihre Rückkehr an ihren alten Arbeitsplatz mitorganisiert. Die Wiedereingliederung ist für die Werbefachfrau eine Erfolgsgeschichte, denn Arbeit spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle.